Moin Leute! Heute gibt's mal ein Perfect Solo Start. Die erste Version davon, denn es werden vielleicht in kommenden Videos Verbesserungen dran teilgenommen. Oder wir machen vielleicht mal einen Perfect Duo Start. Naja, werdet ihr dann ja sehen. Und würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ihr startet damit, dass ihr auf Genesis 2 travelt. Dann könnt ihr euch vielleicht ein, zwei Loot Drops gönnen. Aber sonst geht's instant zu einem Mission Terminal. Dort guckt ihr dann mal, dass ihr eine Mission macht, die ihr machen könnt und dass ihr mindestens 1000 Hexagons dafür bekommt. Natürlich müsst ihr die Mission auch schaffen können. Mit diesen 1000 Hexagons werdet ihr nämlich gleich mindestens 2 Cryopods kaufen. So, wenn ihr die Mission beendet habt, könnt ihr mal gucken, was ihr bekommen habt. Jedenfalls kauft ihr dann mit all euren Punkten Cryopods. Natürlich könnt ihr auch was anderes kaufen. So, loadet die dann instant ab, sodass, falls ihr sterbt, der Gegner euren Stuff nicht bekommt. Natürlich könnt ihr dann auch das uploaden, was ihr sonst so bekommen habt aus den Drops. Und dann geht es schon ab. Wenn ihr beim ersten Spawn gespawnt seid, wie ich jetzt, müsste das der Weg sein zu einem Greenhouse, würde ich einfach mal sagen. Und da könnt ihr euch ganz schnell Plant X-Samen gönnen. Und ja. So, als nächstes geht's dann instant ins Luna-Biom und da holt ihr euch den Metal. Wenn ihr so viel Glück habt wie ich, dann ist da auch zum Beispiel sowas wie Öl gleich da. Wenn sowas wie Kristalle da ist, könnt ihr das auch gerne mitnehmen. So, nachdem ihr das Ganze jetzt gefarmt habt, ich habe jetzt so 7k Metal, das wären so 3,5 gebratenes und ein bisschen Öl und Stein. Ganz wichtig ist, ihr dürft nichts wegwerfen, da ihr mit dem Genesis Tech Suits oder so alles tragen könnt. Daraufhin loadet ihr das Ganze dann ab und guckt, dass ihr nicht overweight seid. Im Anschluss travelt ihr nach Island und macht den klassischen Node Run. Ihr seht jetzt gerade den Node Run, wie ich ihn machen würde. So, Note und fertig. Cooking Pots durchgecraftet und jetzt geht's ans Lederfarmen, sodass ihr euch euer Standard Starter Kit zulegt. Heißt Full Hide, ein Holz Shield, Parachutes, Bolas, einen Bogen, alles sowas. Wenn ihr das fertig habt, solltet ihr auch ein gutes Level haben, um Crystal Wimmer zu tamen. Also macht euch auf nach Crystal Isles. Am besten, ihr geht relativ weit nach oben von der Karte, weil da gibt es die meisten. Auf dem Weg immer ein paar Crystal mitnehmen und dann weiterlaufen. So, wenn ihr eine gefunden habt, guckt dann mal, ob die auch gutes Level ist. Ich hatte in dem Sinne Glück, dass ich gleich 145er gefunden habe. Ihr setzt euch jedenfalls drauf und feedet die Crystals in sie rein. Ich spiele auf einem x5-Server, heißt Taming ist x5. Deswegen geht es jetzt auch relativ schnell. Sobald ihr eure Wyvern getamed habt, macht ihr kurz Passive und Anhalten. Setzt euch drauf, gönnt euch einen Waterbuff und farmt erstmal ein bisschen Karantin und Chitin. Das werdet ihr später nämlich in Zement umwandeln, was ihr brauchen werdet. Im Anschluss sucht ihr einen Drop oder einen Obelisken. Ich würde euch hierbei einen Obelisken empfehlen, weil gerade früh im Wipe sind die Drops meistens gehuntet. Nehmt also euren Cryopod aus dem Upload und cryt eure Wyvern.
Wenn ihr es getan habt, travelt ihr auf die Map, auf die ihr gerne wollt, wo ihr bauen wollt. Poppt eure Wirrwarren und auf geht's zum Spot. So, am Spot angekommen. Ich habe jetzt die Cunning Cave. Die ist relativ nah bei einem der Valgo-Spawns. Deswegen bin ich schnell hingekommen. So, wenn ihr eure Base etwas bebildet habt, ein paar Öfen gesetzt habt, ein bisschen Holz gefarmt habt, könnt ihr euch auf eine andere Map begeben. Denn wieder zurück, jetzt zum Beispiel auf Valgo traveln und das ganze Metal mitnehmen. Das könnt ihr zum Beispiel mit einem Transfertool dann in die Öfen packen oder halt per Hand befüllen. So, jetzt habt ihr eure Base stehen, ihr habt Zement, ihr habt gut Stein dort, ihr habt gut Metal dort. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Base Defense, dafür die Plant X Pflanzen. Und ich würde sagen, einen guten Start euch.